Schön sagt sie das, ne? Stark. Aufnahme läuft. Aufnahme. Ja, wir hatten eben im letzten Kapitel aufgehört mit voll geil und Paul, ich muss diese Story einfach aus deinem eigenen Mund hören. Also ich glaube ja bis heute, dass du die ganze Nationalmannschaft nach Norderstedt eingeladen hast und eine riesen Greenscreen-Sause gefeiert hast. Aber nee, die waren, ne? Das soll ja angeblich echt gewesen sein mit Rio. Kannst du das selber, also ich meine jetzt mit ein bisschen Abstand, kannst du das selber fassen? Oder mal, komm, anders, erzähl mal die Story. Also ich habe in deinem Buch hast du ziemlich weit hinten, was ich übrigens auffällig finde, ist, es gibt sehr wenig über dich in dem Buch. Also ich glaube 2 Seiten oder so, wenn es hochkommt. Mhm. Aber da ist eine E-Mail drin. Und in dieser E-Mail hast du den DFB angeschrieben und sie ja quasi auf Knien darum angebettelt, dabei sein zu dürfen. Wann ging das los überhaupt? Wann bist du dazugestoßen zur Nationalmannschaft? Also ich muss einfach die ganze Story erzählen. Also es ging eigentlich alles, also A, um kurz zu beantworten, warum mein Name da nicht vorne draufsteht, ist der Grund, weil es nicht mein Buch ist. Darf man schon nicht vergessen, das ist 50% des Ganzen, mindestens, wenn nicht mehr, ist Nationalmannschaft. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir da kreativ irgendwas ausgedacht habe, sondern die haben mich gebeten, diesen Moment festzuhalten. Und die sind auch diejenigen, die darüber entscheiden, ganz egal, was die rechtliche Lage ist, was mit diesen Bildern passiert. Weil ich für die Mannschaft deren Moment festgehalten habe und so sehe ich mich auch. Und ich bin nur einer, also der Physio ist wichtiger als ich in dem ganzen Ding. Und dementsprechend wollte ich mich da so bewusst so weit zurücknehmen, wie es auch nur irgendwie geht, weil ich kriege schon viel, viel, viel zu viel des Lobes ab. Weil ich hatte Glück und ich habe da auch ein paar Mal richtig abgedrückt, aber da kann man auch wirklich nicht so viel falsch machen, wenn so ein heulender Schweinsteiger mit blutender Wunde im Arm von Jogi Löw ist und man steht dann einen Meter nebendran, dann ist es wirklich nicht schwer, davon ein gutes Bild zu machen. Ja, trotzdem, aber es gehören ja doch einige Dinge dazu, um überhaupt bei diesem Moment dabei zu sein und das ist ja schon etwas, also ich muss offen sagen, ich beneide dich darum. Wirklich, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Erzähl mal die Story dahinter, wie ist es dazu gekommen? Also los ging es, also der DFB-Kontakt ging tatsächlich über die Aldi-Klitsche los, die haben so eine Hattest Lizenz ja im ersten gemacht, Teil erzählt. Haben dann irgendwie einen Vertrag gemacht darüber, dass ich da Medialeistungen liefern kann, das heißt eins der, die müssen immer einen Bilderpool machen, wo so die dritten und vierten Sponsoren bedient werden von, und, die, ne, und auch die Autogrammkarten gemacht werden für die Webseite, so verschiedene Sachen und diese Fotos habe ich irgendwann gemacht, vor 2 Jahren ungefähr. Das heißt auch da, ey, ganz ehrlich, mega Jugendtraum von mir, Nationalmannschaft ist für mich das Größte im Fußball, ich bin jetzt nicht nur zur WM Fußballfan, aber trotzdem ist es natürlich fußballerisch das Größte, was passiert und durfte die alle einzeln fotografieren, so wie ich wollte und habe davor schon, ich habe viel Fußball davor gemacht, viel St. Pauli, viel Mannschaften auch gemacht und habe da so ein verschiedene Systeme, dass das auch schnell geht und dass das sortiert wird. Das sind diese Porträts vor dunklem Hintergrund, ne? Ja, das ist aber das Extra-Ding, die ganz klassischen Bilder sind wirklich Freisteller sozusagen, die im Stadion kommen, die bei der Aufstellung oder sowas. Und dann habe ich hinten raus, ich habe quasi 5 Sets gehabt und eins davon war die Mannschaft, diese ganz closen, ganz offenblending, die der DFB nie so richtig gut fand. Aber es war okay, dass ich diese poste, aber so, das war so, da war ich schon zufrieden und glücklich, dass ich das erreicht habe in meinem Leben, einmal die Nationalmannschaft so zu fotografieren, wie ich will. Wie ich schon als 12-jähriger Junge nicht besonders schnell satt war, habe ich schon dort, also Bierhoff kam da rein und den kenne ich überhaupt nicht davor und habe ihn aber mal bei IWC fotografiert, auf dem Messestand, wo ich eine Kampagne für so eine Uhrenfirma fotografiert habe, aber auch dann nochmal bei Leica auf der Fotokina war er auch da, also es gab so 2 kleine Kontakte, das habe ich schön Wolle genommen und habe ihn sofort beim ersten Ding zugelabert mit und ich will übrigens mit einer Leica offenblendig mit meiner M fotografieren, wenn Deutschland Weltmeister wird. Das hat dann so einer aus dem Büro Nationalmannschaft, der war da auch dabei, der ein guter Freund geworden ist darüber, der hat das auch mitgekriegt und die haben mich beide ausgelacht. Die haben gesagt, ey, ganz erst ehrlich, mal Weltmeister 700, werden, ne? Also A, sowieso, aber wir haben pro Tag wahrscheinlich 50 Leute, die das fragen und die uns das alles vorstellen. Es ist uns klar, dass es Leute gibt, die das gerne machen würden, reportagig, backstageig die Nationalmannschaft fotografieren, aber seid ihr mal sicher, wir machen das relativ bewusst nicht, weil das sportliche Gründe hat und dies und das. Und also weiß ich gar nicht, was da das war, aber die haben mich also wirklich ausgelacht. Die haben gesagt, verschwinde, Ribke.
da kann ich mich ein bisschen festbeißen. Ich bin nicht so der Typ, der Nein akzeptiert und war auch nicht so gut gelaunt. Und dann war es eigentlich schon so, dass wir echt einen guten Testlauf hatten. Und zwar gab es so zwei eben Nicht-Qualifikationsspiele in England und in Italien. Und die beiden Spiele waren im November 2013 und da sollte ich mit und da wollten wir das mal so ausprobieren. Und ich kenne über Nike und über verschiedene Sachen, kenne ich so 4-5 Spieler auch ein bisschen und mir war klar, okay, mit denen, also es ist ja nicht nur der Auftrag, sondern du musst auch eine Beziehung zu den Leuten haben und dann musst du auch, ich habe mich schon so ein bisschen mit den Instagram-Twitter-Leuten so ein bisschen arrangiert, auch vom DFB, die haben dann so Social-Leute, die waren auch riesenglücklich, wenn sie ein bisschen besseres Bildmaterial als ihr BlackBerry-Foto gekriegt haben, weil die machen das nicht, weil sie gerne fotografieren mit BlackBerry, sondern weil sie halt die Bilder kreieren mussten. Und das war eigentlich alles cool und dann aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Ich war am Boden zerstört darüber, ehrlich gesagt, und war schon so, Und dann ist noch dazu da passiert, dass in London sind die zum Spiel gegen England mit der U-Bahn gefahren, weil oben der Verkehr zusammengebrochen ist. Und ich nur so, Alter, das ist nicht euer Ernst. Wenn ich da dabei gewesen wäre, das wären die Fotos des Jahrhunderts geworden. Weißt du, so offenblendige Bilder, wie die Nationalspieler im Mannschaftsdress zum Training in der U-Bahn sitzen. Ja. Weißt du, nebendran so eine Oma, die... Also weißt du, es gibt so von Jay-Z so ein Ding. Da gibt es auch nicht viel Bildmaterial drüber, ne? Es gibt gefilmt, aber wirklich, es gibt ein paar Instagram-Fotos. Mir hat das Herz geblutet. Das war wirklich für mich das Schlimmste der Welt. Und ich war mir sicher, dass das da auch dann, ich glaube sehr an Chancen, ich glaube aber auch an verpasste Chancen. Also ich glaube, wenn das Timing da nicht mehr stimmt, dann kommst du auch nie wieder rein. Wenn der Zug einmal abgefahren ist, dann ist es was auch immer. Da hatte ich dann irgendwann das Glück, dass irgendwer irgendwie wieder an mich gedacht hat. Wir haben aber auch echt die bedient die ganze Zeit. Ich glaube, die waren ganz zufrieden mit allen Bildmaterial-Sachen. Ich habe wirklich fast alle Veränderungen immer umsonst gemacht, was nicht, die verlangen das nicht, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, das ist so einer von 17 Punkten, wir haben das auch nicht mit Ziel gemacht, sondern ich war schon richtig krass stolz drauf, dass ich diese Bilder gemacht habe, ich war wie ein kleines Kind stolz drauf, wenn im Stadion beim Länderspiel so meine Fotos da kamen oder wenn bei RTL die unten, oder damals war es noch ARD, wenn die so da kamen und so, das fand ich voll geil, ich habe mich gefreut, da war mir das scheißegal, ob jetzt die Lizenzsumme da und irgendwer und ich bin auch nicht auf die Barrikade gegangen, als sie dann die Bilder an Getty gegeben haben und jeder damit machen konnte, was er wollte, was nie Teil des Deals eigentlich war, weil ich irgendwie immer noch ein bisschen also irgendwas in mir hat natürlich immer noch daran geglaubt, dass es irgendeine Chance gäbe. Dann ging es ins Trainingslager in Südtirol, da durfte ich dann einen Tag dazu. Ich bin echt zu 98% einfach nur davon abhängig, dass da irgendwer mal gesagt hat, komm, mach mal, wir lassen mal Ripke ein bisschen machen. Und so ein bisschen auch wirklich persönliche Leute, die einfach mal so mich reingeschoben haben und dann das Ergebnis ganz gut war, die Spieler das gut fanden, dass es andere Bilder gab, zum Twittern, zum Instagram, zum was auch immer, auch da das Team das gut fand. Das war in meinen Augen sehr, sehr erfolgreich. War auch okay, ich bin nicht so super eng mit Jogi Löw einfach, weil ich mit dem nicht so einen Kontakt gefunden habe. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich ihn nicht zu doll gestört habe, weil über allem steht, dass die ja da sportlich irgendwas erreichen müssen. Und nichtsdestotrotz war es aber so, dass dann, das ist ja nicht so, dass dann jeder immer was plant und was auch immer. Final hat es nicht geklappt, dass ich natürlich habe ich in meinem Hirn mir vorgestellt, dass ich dann da 8 Wochen mit darf und alles dokumentieren darf. Das hat nicht geklappt. Das wurde auch nie so richtig ausgesprochen, dass das eine Option ist. Das war aber schon zwischenzeitlich so, dass Spieler da auch Bock drauf hatten und dass das irgendwie, hat aber am Ende auch nicht geklappt, auch wegen, und dann hatte ich Pech. Also dann war es auch Timing, weißt du, die sind zwar gut gestartet, waren dann aber nicht vom dritten Spiel safe qualifiziert, dann war das Achtelfinale, was nicht so super, also es gab nie den Zeitpunkt, wo ich sage, da fehlt die Euphorie, um dann zu sagen, genau. Das müssen wir dokumentieren, ne? Und wenn du einmal am Anfang nicht dabei warst, dann bist du ein Fremdkörper auch. Also wenn ich da nach 2 Wochen erst dazugekommen wäre, dann hätte es irgendwie auch nicht gepasst. Das muss man auch so, also glaube ich. Und ich bin ja natürlich jemand, der stört. Also die müssen da ja, die haben schon so viele Sachen, die halten, glaube ich, alles weg. Davon, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und dann habe ich diese Mail geschrieben, die ist auch zu 100% genau so. Und es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, im DFB-Umfeld nicht so viele so lapidare Mails geschrieben werden, sagen wir es mal so. Und zumindest hat irgendwie... Irgendwer im richtigen Moment, Timing war da sehr, sehr gut. Das war halt vor dem Halbfinale,
nochmal in Erinnerung rufen. Und, aber es war dann eine Absage, die ich gekriegt habe. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, wann schicke ich diese Mail? Ich brauche einen Tag Abstand nach dem Ding. Ich brauche ein bisschen Ruhe bei den Leuten, bei den Empfängern. Und dann habe ich ihm die Mail geschrieben und habe dann so, also der Mensch, der Thomas Behesch, die heißt, der ist ja eigentlich der Entscheidende. Und Oliver Bierhoff halt dazu. Mhm. Und das war wirklich so, dass ich habe hingekriegt zu transportieren, dass ich will, sagen wir es mal so. Und es ist auch ziemlich desperate, also weil wirklich mir völlig klar war, das war so die Party des Lebens, so ein Zug und er fährt ab und ich bin nicht dabei. So, weil es war mir auch völlig klar, dass es nie wieder passiert. Ich habe einen total guten Zugang zu manchen Spielern wegen Materia, wegen dem Hip-Hop-Typen, mit dem ich alles mache, der auf FIFA mal drauf war. Deswegen speichern die mich ein bisschen anders ab als den anderen Foto-Honks. Du bist nicht, kein typischer Pressefotograf, genau, der nur ein Bild für Lizenzrechte verhökern will, sondern... Genau, und das wäre nie wieder gekommen. Mhm. Also das schon die Nachfolgenden sind, mit denen habe ich nicht mehr so eine... Es war mir klar, dass ich ein einziges Mal die Chance hätte und dass ich die jetzt gerade eben nicht habe. Und das ich muss mal kurz aus der E-Mail vorlesen. Liegt es an der Anreise? Sag mir, wann und wo ich vor dem Tor des Camps sein soll. Liegt es an der Unterkunft? Ich bringe Zeit mit und schlafe am Strand. Liegt es an der Verpflegung? Ich muss eh abnehmen. Liegt es am Honorar? Ich mache es umsonst. Liegt es an der Akkreditierung oder liegt es an meinem Aussehen? Naja, und als Antwort, lieber Paul, immer locker bleiben, Haare so lassen und mitkommen, wir schießen die Tore, du die Fotos. Beim Lesen dieser E-Mail und der Antwort darauf kriege ich eine Gänsehaut. Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen Fußballfan ist und das miterlebt hat, und sei es nur am TV-Bildschirm, wie es die meisten erlebt haben, also schon... Also die direkte Antwort, also sie haben schon angerufen als erstes, also die Mail gibt es auch so, aber trotzdem haben sie dann angerufen, das haben sie dann vor dem Finale gemacht. Das war halt dann auch nur einfach Glück, dass so ein euphorisches Halbfinale, so ein Jahrhundertspiel passiert und dann alle sagen, jetzt kann hier wirklich was passieren und dann haben wir vielleicht keine Fotos und dann durfte ich dahin und dann, also ehrlicherweise... Dann bist du wirklich einen Tag vorher angereist? Das waren 3 Tage davor, war ich mit Materia auf dem Festival unterwegs und bin dann, und wir glauben an... Wir beide, Martin und ich, glauben sehr fest daran, dass man sich sehr viel verdienen muss im Leben. Ich glaube fest daran, dass ich, also es klingt jetzt richtig bescheuert, was ich jetzt gleich sagen werde, aber ich glaube daran, dass dass das alles mir nur passiert ist, weil ich auch da mich noch um Martin gekümmert habe. Also ich bin auf dem Splash, auf dem Hip-Hop-Festival, um 15 Uhr haben wir einen Überraschungsauftritt geplant gehabt. Das hatten wir uns so ausgedacht, weil da haben wir uns kennengelernt, das ist so unser Festival und dann gehen wir da einfach um 15 Uhr hin und posten irgendwas und spielen 7 Songs. Ich bin dann der DJ, mit iTunes drücke ich auf Play und muss auch immer rappen und er rappt dann so. Und das hatten wir uns vorgenommen, so kein Geld, kein Dings, wir bezahlen den Tank dahin, alles was auch immer. Aber wir glauben, dass da wahrscheinlich ein paar Leute sich drüber freuen und irgendwie finden wir die Geschichte gut. So. Und das war aber samstags um 15 Uhr und um 19 Uhr musste ich in Frankfurt sein, also um 19 Uhr ging der Flieger, um 18 Uhr musste ich in Frankfurt sein sozusagen. Und das ist sich nicht mehr ausgegangen von der Fahrt her und dann saßen wir so da und dann hat Martin aber mir in die Augen geguckt und hat gesagt, ey, wir müssen das hinkriegen, das ist hinzukriegen, wir müssen, und dann habe ich 2.300 Euro für eine Cessna ausgegeben, die mich von Leipzig darüber geflogen hat, wo man ja auch, wo ich behaupte, dass wirklich von 100 Leuten 99 sagen würden, ach, lass doch irgendjemand anders auf Play drücken beim Splash. Das ist wirklich, das hat eigentlich keinen... Ja, aber sowas ich glaube, ich habe es mir moralisch verdient, dass dann wirklich sowas passiert. Und dann ist es halt so, aber also natürlich ist es vor allem Glück. Und dann bin ich da mit der Cessna rübergeflogen, bin dann mit einem Flugzeug, mit so einer DFB-Maschine nach Rio, bin an dem Tag erst angekommen, habe auch nichts mit der Mannschaft zu tun gehabt bis zu dem Spiel. Und also um die Geschichte schnell zu erzählen, die man da hat, also das war schon bis dahin, hatte ich 3 Tage nicht gepennt und hatte, also auch Festivals sind für mich immer sehr belastend, weil ich mache dann so die Choreo mit verschiedenen Sachen und muss filmen und fotografieren und mit Martin noch ein bisschen betreuen, wie er seine Show macht und dies und das und das ist immer sehr, sehr anstrengend und ich war schon in so einem Amok-Ding, dann fliegst du nach Rio und bist dann auf einmal beim WM-Finale und das ehrlicherweise hat da dann mein Hirn einfach nur auf Funktionieren geschaltet. Also realistisch wahrnehmen, was da gerade passiert, habe ich nicht mehr. Das war, also da hätte dann jetzt auch Barack Obama in einem Helikopter vor mir landen können und sagen können, Paul, we have to go to the moon. Und dann, das wäre genauso realistisch gewesen. Also das war alles nur noch irgendein Film und nur noch, jetzt passiert hier irgendwas. Und dann, aber man muss schon sagen, also Leute, die mich kennen, wissen auch, ich bin sehr kompetitiv. Ich glaube, wenn ich dann funktionieren muss, dann funktioniere ich auch. Und das, also es gibt keine größere Definition halt dazu als dieses Ding, was da. Ja, ich bin, glaube ich, in allen. Ja. Ich habe das
immer noch nicht gesehen. Ich bin sehr viel in Fernsehbildern drin. Ich glaube nicht, dass ich wirklich Leute gestört habe dabei. Das liegt daran, dass ich halt auf dem Rasen fotografiert habe, dass ich mit Leuten geredet habe und die Kamera dem dann gefolgt ist. Ich glaube aber, dass wir Fotoleute das sehr viel mehr wahrgenommen haben als der allgemeine Fußballfan. Das denke ich auch. Also ich habe das, natürlich relativ schnell gesehen. Der erste Moment war, ach guck mal, da läuft einer rum, der sieht so ein bisschen aus wie Ripke. Ja, und dann noch ein bisschen und dann bist du nochmal aufgetaucht und dann, und in dem Moment habe ich nämlich, das weiß ich, noch auf Facebook geguckt und da dachte ich, nee, der kann gar nicht in Brasilien sein, der ist doch gerade bei da mit Materia unterwegs und da denke ich, nee, ach, das ist der auch nicht, der ist auch viel dicker im Fernsehen. Ein bisschen auftragend, das Fernsehen. Naja, aber ich habe auch, also es ist Vorbereitung auch, und aber also es kam da einfach alles, also in der Sekunde. Das ist, lass uns doch mal, zwei, drei Bilder angucken. Gerne. Ja, gerne. Also wir müssen wir eigentlich hier mal das iPad. Das ist in falscher Struktur. Das erste Bild, was wirklich relevant ist, ist das hier sozusagen. Das ist der Moment des 1:0. Ja, ja, das also war mein Platz. Ich war Reihe 1, du warst Platz 1. Achso, du saßt auf der Tribüne. Genau. Hinter der Bank. Genau, hinten dran. Und das war einfach, also das, klar. Ich habe mich auch noch nie so. Aber ich habe nicht so viel gejubelt. Ich habe sofort fotografiert. Also du hast wirklich funktioniert, hast gesagt, ich muss das fotografieren, ich kann nicht mitfeiern. Ich habe ganz schön wenig Fotos während dem Spiel gemacht, weil ich wusste, wenn dann, also das, aber es ist halt echt, an dem Tag ist alles zusammengekommen, was ich je, also ich habe relativ viel Fernseherfahrung, weil ich bei Beckmann immer fotografiert habe, diese die zwei Minuten. Mhm. Und deswegen, da war mir immer langweilig, da war ich immer 60 Minuten während der Sendung und das interessiert mich tatsächlich, wie so die Steadicam funktioniert und wer der Operator ist und wer da mit wem redet. Und ich war da so der Trottelpraktikant, der dann immer so in jeder Abteilung war. So über, ich war da ja 2 Jahre, jeden Donnerstag. Und das hat sich da so ausgezahlt, weil ich auf dem Rasen auch immer, auch wenn ich in jedem Bild bin, ich bin nie im Hauptbild der Steadicam. Also ich habe durchgehend mit den Steadicam-Operatoren geredet da vor Ort. Deswegen bin ich von denen schon mal nicht rausgeflogen. Dann habe ich viel mit den Spielern kommuniziert, ist was mir die Toten Hosen, glaube ich, beigebracht haben, was mir Campi zwischendrin irgendwann mal, als ich gesagt habe, ich habe hier keinen Ausweis, dann sagt er, red mit mir, da kommst du überall rein. Mein Gesicht ist der Ausweis, wenn wir jetzt miteinander reden, rede mit mir, vorbei an den Securities. Wenn wir Buddies sind, dann... Da kontrolliert einen niemand mehr. Dann Tarnung, auch was irgendwann, wer hat mir das denn gesagt? Irgendwer hat mal, also... Ja, du hattest das, ein DFB-Shirt dann an. Ja, ja, oder erstmal hatte ich, ich bin am Flughafen Frankfurt, habe ich auch wieder für 3.000 Euro mir bei Hugo Boss versucht, das offizielle Outfit vom DFB zu kaufen sozusagen, damit ich nicht aussehe wie der Hip-Hop-Honk. Ja? Ich hatte kurze Hosen und ein Masi-Fucking-Moto-T-Shirt an, als ich nach Frankfurt kam, vom Festival halt. Und dementsprechend auch das, ich habe wirklich, ich hatte irgendwelche Lackschuhe, mit denen ich die ganze Zeit auf dem Rasen ausgerutscht bin. Und, aber auch die Kamera, also wer ist denn so behämmert und geht zu so einem Ding mit einer Kamera mit einem 24 mm, wo du 2 Meter nah ran musst. Mhm. Aber dadurch rafft aber niemand, das hat niemand gemerkt, ob das jetzt... Das hat dich keiner ernst genommen, was ne? Immer. Ja, das, also du warst das, eigentlich, ja, also ich denke mal, wer dich nicht kennt... und nicht aus dieser Fotografenszene ist, der achtet da ja auch nicht drauf. Und das war eher so, Mensch, das muss irgendwie, der gehört zu einem Spieler, das ist Familie, der macht da ein paar Erinnerungsfotos. Ja, und ist halt ab und zu im Bild. Genau, und der Einsatz wäre, glaube ich, also ich bin schon 3-mal in Trouble gekommen, bin dann aber immer wieder irgendwie rausgekommen und dann war es auch gleichzeitig so, dass ich habe auch dem, also da gibt es eine zweite, ich habe 2 Leicas, aber ich hatte eine Backup-Kamera da dabei, die ist sofort, also schon beim Abpfiff ist die Kamera sofort abgestürzt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe es noch nicht gefunden, aber es gibt quasi so, ich weiß noch, dass ich rutschend den Deckel abgemacht habe und den Akku rausmachen musste und raus und ich konnte ganz oft nicht auslösen in den ersten 4 Minuten, die diese magischen Minuten waren, weil halt die Leica zu langsam ist. Es war schon nicht so clever, diese Kamera, aber vielleicht war es auch genau, also es gibt Tage, da sage ich, das ist das Geilste gewesen, es gibt auch Tage, da denke ich, das macht nichts. Ja. Hier Poldi als zweites Bild ist halt tatsächlich so, dass das ist halt einfach Gold wert, dass du mit Podolski jemanden hast, der steht auf dem Rasen. Den warst du auch gerade in Mailand, ne? Ja, genau. Also der ist wirklich ein geiler, beeindruckender Mensch. Der steht auf dem Rasen und sagt, komm, wir gehen den Fans, machen ein paar Fotos und so weiter. Und der nimmt mich dann mit, weißt du? Also da gibt es so einen Gegenschuss davon. Das ist total Wahnsinn. Da stehen 7 Fotografen um mich herum und 3 Fernsehkameras. Und er und alle, also dieses Foto hat ja so eine Magie und das liegt nur an ihm, weil er zu mir guckt, als ob das so war. Er ist auch extrem präsent in dem Bild. Ne? Er sucht dich und alle anderen, also kaum einer, der in die Kamera... Hier, er oben, das war ein Ripke-Fan. Das war ich sehr stolz und wir gehen da weg. Ja. Ich meine, was das für eine absurde Situation ist, mit Podolski gehst du da weg? Und dann sagt der Herr, hat einer die ganze Zeit Ripke gerufen oder was? Sagt ja, Poldi zu mir. Und ich so, ja, ich weiß. Es war so ein Typ, der war auf der Ausstellung, total Marcel, mega netter Typ. Ja,
Da habe ich ihm auch das Bild geschenkt und das ist so also echt, ja. Aber voll geil. Und dann hier, das war dann Siegerehrung, ne? Genau, oben dann beim Pokal. Also da ist mir noch aufgefallen, als die runtergegangen bist, ich meine, du bist die ganze Zeit einen Meter vor den Jungs rückwärts gelatscht. Also mein Gedanke war nur, ob der nur ein scharfes Bild mit dieser Leica hinbekommt. Das sind 7 scharfe Bilder, das finde ich ja das Geilste. Das ist mein persönliches Highlight dieser ganzen Geschichte. Es gibt so ein Instagram-Video von Bastian Schweinsteiger oder ein Facebook-Video, das können wir ja gleich als nächstes einspielen vielleicht, dann schicken wir euch das. Das ist so... Ich bin gewundert, wie du das geschafft hast, da nicht hinzufahren beim rückwärts runtergehen die Treppen. Du hast es geschafft, plus noch Fotos gemacht. Chapeau. Ich meine, Bastian Schweinsteiger ist für mich ein Gott, ein fotografischer, was der da an Physis und an, was der einstecken musste, was der auf den Platz gebracht hat als Ausstrahlung, als Körperlichkeit, wie der, nachdem er mit der Wunde wieder aufs Spielfeld geht, kurz vorm Tor, der macht es da klar. Der ist der Wille, diese extra 5%, die nicht erklärbar kennt, das war der Bastian Schweinsteiger. Und dieser Typ ist so bei dem einen Bild da, wo ich vor ihm runterlaufe, ist er so, und er sagt halt in dem Video, das habe ich so gefilmt, und er sagt so zu mir so, dass du rückwärts runtergehen kannst, fotografieren kannst, Chapeau, dabei noch so ein geiles Foto und was auch immer, das macht mich so stolz wie ein kleines Kind, dass dieser unfassbare Sportler und dieser unfassbare Mensch wirklich was, also dass der mir Props gibt, ist doch völlig absurd, weißt du, also das ist ja nur ein geiles Bild, wenn er da drauf ist. Dementsprechend ist es aber, ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich vorwärts gehen kann, rückwärts fotografiere und irgendwie geschätzt habe. Aber ich kann halt, ich mache halt mit einem Objektiv, mit einer Kamera, mit der Leica, ich weiß blind, wo 1,4 Meter sind und ich weiß, wie weit 1,4 Meter weg sind von mir und ich weiß, dass das die beste Entfernung ist. Und dann geht es halt nur noch darum, sich in Position zu bringen. Das war, glaube ich, das, wo ich am dollsten in einem Bild rumgestanden bin, war aber auch wiederum so, dass Herr Schweinsteiger davor sagt, geh da rein. Also es ist nicht so, dass ich da, das ist nicht so, ich glaube, die Jungs habe ich nicht gestört. Und es gibt viele von der Mannschaft, die wirklich stolz auf ihr Produkt sind. Das ist auch ihr Produkt. Also das ist nicht nur meine Fotografie, sondern das ist viel, viel größer deren Teil. Die spielen sich da wieder, die verschenken das zu Weihnachten, die bestellen es nach und das tun sie alles bei mir. Also das macht mich sehr, sehr, sehr stolz, dass ich, glaube ich, ganz okay festgehalten habe, wie deren Nacht war. Weil das war wirklich sehr, sehr besonders. Und natürlich, ey, das ist der absolute Jugendtraum gewesen, von A bis Z da so einen Triple-A-Pass zu kriegen und Schwachsinn machen zu können. Aber danach, die 3 Monate waren sehr, 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 sehr schwierig, bis das alles rausgekommen ist, bis das alles fertig war. Und trotzdem ist es, also dieses goldene Buch ist in fast allen Belangen so, wie ich es auch wirklich haben wollte. Das war die BWL-Seite, die, also ich habe die verlegt, ich habe ein Risiko von 1,5 Millionen Euro auf mich genommen, ohne einen unterschriebenen Vertrag zu haben. Ich wäre für immer tot gewesen, wenn da irgendwas schiefgegangen wäre. Auch da hatte ich unfassbares Glück hinten raus. Jetzt sagen sie natürlich alle, ja, und es ist ja logisch und bla, aber ich... Die Eier muss man auch erstmal haben, ne? Beziehungsweise das Vertrauen in die eigene Arbeit. Ja. Aber um es zu beantworten, also in der Sekunde, als es dann losging, als mir klar war, die sind jetzt Weltmeister und ich bin hier gerade, war mir auch klar, jetzt musst du einmal wirklich Vollgas performen und das ist mir, glaube ich, ganz okay. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung, bin ich sehr zufrieden, weil ganz wenig fehlt. Es fehlen ein paar Sachen, die ich nicht erwischt habe, also die unscharf sind oder die einfach nicht gut fotografiert sind. Trotzdem ist, glaube ich, das Buch macht mir Spaß, wenn ich es durchblättere, was nicht immer der Fall ist. Und wie gesagt, es macht mich sehr, sehr stolz, dass die Leute sich da wiederfinden und dass das so 3, 4 extra Momente, die Persönlichkeiten ein bisschen widerspiegeln, wie das war. Aber es bleibt dabei. Also es ist halt vor allem, der Hauptasset ist, dass die mich da reingelassen haben. Egal. Also das ist das, warum es das gibt. Fertig. Ich finde es großartig und ich finde, dafür musst du dich auch nicht klein machen. Das ist sicherlich, ein bisschen Glück braucht man, aber manchmal muss man dem Glück auch ein bisschen nachhelfen. Ja. Und du hast 2 Bücher mitgebracht. Genau. Ja. Die signieren wir. Die signieren wir gleich. Das können wir auch gleich machen. Oder das kannst du ja schon mal signieren. Das andere haben wir noch da hinten liegen, damit wir hier nicht so einen dicken Stapel haben. Du signierst mir die beiden Bücher und ich mache noch von dir ein Polaroid. Ja, gerne. Und dann legen wir die dazu und dann verlosen wir diese beiden. Ja? Vom Signieren oder von mir ein Polaroid? Ich mache von dir gleich ein Polaroid. Ja. Das machen wir gleich im Anschluss. Okay. Ja. Und dann verlosen wir das Ganze bei mir auf dem Blog. Da findet ihr dann noch, und da gibt es einen Blogpost, da steht dann drin, wie ihr diese beiden Bücher vom Paul inklusive Polaroid bekommen könnt. Genau. Mega Story. Jetzt zum Abschluss noch einmal
auf was ganz Aktuelles. Du hast vorhin schon über deine Jahrbücher gesprochen. Genau. Es gibt ein 2012, es gibt ein 2013 und jetzt gibt es ein 2014. Und 2014 war das Mega-Jahr, oder? Klar, also das wird auch das letzte Jahrbuch sein, weil das ich will Sachen immer neu machen, deswegen gibt es auch Life of Paul nicht mehr. Da habe ich alles, besser kann ich es nicht, also das geht auch nicht mehr besser. Oder was auch immer, ich will mich nicht wiederholen und da werde ich auch ganz, ganz schlecht, ganz schnell. Wenn mein Einsatz nicht mehr stimmt, dann ist es wie beim Fußball. Also da bin ich wirklich richtig mies, wenn ich keinen Einsatz mehr habe. Und deswegen ist es das letzte Jahrbuch, was ich da rausbringe. Und das ist aber auch meines Erachtens das Geilste, weil es wirklich ein wahnsinniges Jahr war. Das hat so von Reisen über viel Musikzeug, über natürlich Fußball, aber auch ein paar nackte Weiber noch drin, damit Sex sells und so weiter. Ist echt alles drin, was ich... Also sind da noch andere Fußballbilder drin, welche die dir vielleicht persönlich was bedeuten, wo du sagst, ins Buch hätten sie nicht so gut gepasst? Oder? Aus Rio nicht, nee. Also es gibt ein Bild aus Rio, was da drin ist, aber sonst es gibt eine Festplatte und da sind alle Bilder drauf und es gibt auch eine interne Version des Ganzen, aber die bleibt auch intern. Muss man auch sagen. Also ich würde nie irgendwelche Bilder zeigen, die Jungs nicht gut finden oder irgendwer vom Team nicht gut findet, weil das ganze Projekt war so möglich wegen dem Team hinten dran und wegen den Spielern selbst und ich würde nie was gegen die tun. Deswegen gibt es im Buch so ein Best-of, aber das ist ja da ausführlich gemacht irgendwie. Das ist da auch gar nicht so groß drin, ein bisschen was aus dem Trainingslager. Mhm. Da war ich nochmal auf dem Festival bei Burning Man und so weiter. Das ist das Bild hier gerade. Darum beneide ich dich ja. Ne? Ich möchte ja so gerne mal zum Burning Man. Als ich das gelesen habe, dass du da warst, da dachte ich, verdammte Scheiße, warum macht der immer die geilen Sachen, die ich gerne machen möchte? Ich habe tatsächlich, also in 2014 war mir dann klar, okay, jetzt wird es das Jahr deines Lebens. Und dann habe ich so versucht, noch alles mitzunehmen, was auch noch irgendwie geht, damit es in einem Jahr auch passiert sozusagen. Und was nicht geklappt hat, war Nordkorea leider. Da haben sie die Grenzen geschlossen wegen Ebola. Ja. Das hätte ich noch sehr, sehr gerne in diesem wahnsinnigen Jahr gemacht. Ja. War auch so ganz okay. Burning Man ist mega geil, mega krasse Geschichte, also finde ich fotografisch. Also voll geil, wie die da so sind und was da so passiert. Was haben wir noch? Dann haben wir hier ein Model in Sri Lanka, das ist eine komplette Geschichte, ein bisschen Autozeug, wobei da nicht so viel, da war ich nur bei so einem Testfahrten von Porsche, die in die Le Mans-Serie zurückgefahren sind. Dann waren wir wieder mit Viva Con Aqua in Kenia diesmal, also in Afrika und unterstützen da so eine saubere Wassergeschichte. Also was ich einfach an diesen Büchern so toll finde, ist, dass sie irgendwo auch dieser Rundumschlag, es geht ja gar nicht so sehr um das einzelne Foto, sondern es geht ja eher um dieses ganze Jahr und ich finde es einfach toll, ein Jahrbuch von der eigenen Arbeit zu machen. Also selbst wenn die Leute, die jetzt auch zugucken als Fotografen, das für sich machen, nun hat nicht jeder die Möglichkeit, das auch in den Stückzahlen und Auflagen dann zu verkaufen, was natürlich sicherlich auch die Produktion vielleicht etwas einfacher macht. Aber grundsätzlich kann ich nur empfehlen, und sei es nur ein einfaches Fotobuch, jedes Jahr von dem, was man gemacht hat. Voll. Das ist wirklich kalendertagebuchmäßig. Das ist der Burner. Also das ist jetzt, wenn ich 2012, die Hälfte davon habe ich vergessen. Und das ist voll geil, dass man so ein bisschen noch was festhalten kann. Daraus ist es auch entstanden erstmal, dass ich nur klein machen wollte und jetzt ist es halt voll cool. Du gehst jetzt auch auf so eine kleine Vorstellungstour? Genau, von Ort zu Ort und fahre da in verschiedene... macht immer Spaß, dass da irgendwelche Leute da sind. Wir haben so ein bisschen... Ich weiß noch nicht, ich habe ja noch kein Buch, das kriege ich erst morgen. Ich muss mal gucken, aber du kannst gerne auch noch eins verlosen, dann schicken wir dir das. Es ist auch ein bisschen unfair dem Verlag. Also ich habe ja nur ein Direktgeschäft, ich habe keinen Verlag, ich habe keine ISBN-Nummer, ich habe keinen Thalia, die das verkaufen, sondern ich glaube, dass einfach, deswegen kann ich den Preis so gering halten, das ist halt tatsächlich Gold wert. Ich habe sehr viele Sachen besser gemacht. So ein bisschen nach dem Vorbild, dass da ein paar Sachen schöner sind, dann doch von der Haptik her als das billigste Verfahren, das wollte ich nicht. Trotzdem kostet es immer noch 40 Euro, ist glaube ich bezahlbar, auch für den 22-Jährigen. Ich glaube, für Fotobildbände ist das durchaus eher in der unteren Hälfte. Voll, total. Ich will es ja auch, aber ich muss auch sagen, das ist nicht mehr wert. Also die Fotografie ist einfach wirklich nebenher Fotografie und das ist nicht, das kann man irgendwann mal... Also langsam regt mich deine Tiefstapelei auf. Nein, aber das finde ich aber wirklich, das ist Reportage, das blätterst du durch, du guckst ja jetzt nicht 10 Stunden auf ein Bild. Das gibt es nicht her. Also das gibt vielleicht One Night in Rio teilweise her, weil die Momente besonders sind, wenn jetzt Materia in einem Palm.
Vielleicht schon. Teilweise kann man sich was länger angucken, aber trotzdem ist es halt einfach, das ist ja mein Jahr einfach, wie ich es haben will und kein großer künstlerischer Anspruch. Und deswegen finde ich halt, nur weil ich das Material besser haben will und einen Sprägestempel, soll das nicht zwingend, also ich fände es wirklich nicht richtig, dafür 80 Euro zu nehmen. Und das wär kein sinnvoller Preis. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Problem. Es ist schon so, inzwischen verkaufe ich die Stückzahlen, dass die Kosten gedeckt sind und dann bin ich schon fein, weil ich einfach sehr vielen Leuten welche schenke und im ganzen Umfeld was geben kann und das ist alles, es macht totalen Spaß. Das ist der Hauptpunkt. Diese Jahrbücher machen einen unfassbaren Spaß. Man hat Themen, die man macht, man erlebt das letzte Jahr nochmal, man hat 3-4 Sachen. Es sind bestimmt 5-6 Strecken drin, die ich nicht machen würde, wo ich mir selbst in den Arsch getreten habe, weil ich weiß, also Burning Man zum Beispiel hätte ich, das müsste man mal machen. Und der Clou ist doch, wie viel Prozent von den müsste kann man umwandeln in macht man wirklich. Ja. Und das hilft mir bei dem Jahrbuch auf jeden Fall, dass ich mehr Sachen umwandeln kann, in dass ich sie wirklich mache. Und das Jahr ist wirklich ganz geil geworden. Und das ist noch, ich habe es noch nicht final in den Händen, morgen kann ich es beurteilen, aber ich hoffe, dass es ganz okay wird und bisher ist alles. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt Werbung machen. Ihr geht einfach, ich glaube, shop.paulripke.de genau. oder paulripke/slasher. Geht einfach auf paulripke.de und da findet ihr schon den Shop und ich glaube, demnächst irgendwann kann man es vorbestellen. Ausgeliefert wird Ende Mai. Genau, richtig? So ist es. Und wir machen auch nur, also es gibt es auch nur bei mir im Shop. Und also klar, man kann jederzeit vorbeikommen und sich das abholen bei uns im Studio. Aber ansonsten ist es so, dass wir das halt nur so können wir den Preis halten. Also es ist halt mega teuer, das zu verschicken und zu verpacken. Deswegen freue ich mich. Und irgendjemand muss es auch machen natürlich, ne? Ja, aber das machen wir so gemeinsam. Das ist so ein ja, das es ist auch nicht so schlimm. Es sind 3 ätzende Tage. Da, also wenn du 800 Bücher signieren, verpacken und wegzubringen, das ist wirklich harte Arbeit für die Beteiligten. Verändert sich deine Unterschrift? Nee, ich versuch's. Also ein bisschen nervig ist, wenn es so ganz lange schwierige, liebe Tanja, das war wirklich ein schöner Moment, als wir da in dem Garten saßen. Da werde ich ein bisschen aggressiv, wenn es das 713. Buch ist. Am Anfang mache ich es aber gerne und sonst. Ja, ja. Es bringt ja auch, also es ist tatsächlich so, dass ich mich tierisch drüber freue, wenn jemand das Produkt konsumiert. Also es gibt ja nichts Geileres als, also das ist ein Problem, was die Künstler, die Musiker ja auch haben, die irgendwo randommäßig werden da CDs verkauft, die haben gar keinen Bezug mehr zu ihren Leuten und die wollen aber Bezug. Also deswegen machen sie ja so viel Instagram und Facebook. Das ist für mich halt voll geil, weil ich kenne die Namen inzwischen. Ganz viele Leute kaufen tatsächlich fast jedes Buch dann und das ist voll geil. Mega. Also ich finde es grandios und ich werde auch auf jeden Fall auf den Termin in Hamburg kommen. Das habe ich mir fett in den Kalender geschrieben. Spätestens dann sehen wir uns sehr gerne wieder. Großartig. Paul, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben insgesamt ein bisschen überzogen, ist mir aber völlig Latte, weil ich sage mal, wenn es interessant ist, dann darf es auch ruhig länger sein. Wer weiß. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du diese glücklicherweise kurze Anreise auf dich genommen hast. Und ja, du musst jetzt, glaube ich, gleich wieder ab nach Norderstedt, denn da steht dann Paul Ripke live auf dem Programm. Unser Schwachsinnsprojekt. Ja. Guck mal, wie das heute wird. Schwachsinn ist lustig. Das ist genau mein Leben. Ja, Digga, ich danke dir. Bis später. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss. Fertig.